Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir sind begeisterte Leser Ihrer Publikation, insbesondere die kritische Auseinandersetzung, soziologisch-kritische Auseinandersetzung sozusagen mit Dingen, die in der Welt vielleicht etwas anders verstanden werden, hat uns sehr begeistert. Angefangen vom Sisyphus im Management bis hin zum ganz neuen Buch, was, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern erschienen ist oder heute erscheint. Da wird es um brauchbare Illegalität in Organisationen gehen. Wir sind schon neugierig. Heute geht es nicht darum. Heute wird es im Kern um das Thema Agilität gehen. Ich bin selber sehr, sehr gespannt und freue mich sowohl für unsere Organisation, aber auch ganz persönlich, Sie an Bord wissen zu dürfen. Damit würde ich ganz gern die Bühne ganz alleine Ihnen überlassen. Ich bleibe dabei und unterstütze Sie ein bisschen, aber alles, was an Inhalten kommt, wird jetzt sozusagen auf einem anderen Kanal gesendet. Vielen Dank, Herr Kühl, ich bin gespannt. Sie dürfen loslegen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Große Freude, meine Überlegungen hier präsentieren zu können. Wenn wir alle jetzt gemeinsam in einem Raum gewesen wären, dann wäre meine erste Frage an Sie alle gewesen: Wer glaubt daran, dass in 5 Jahren Agilität noch ein Thema auf Managementkonferenzen ist? Und für mich war das eine große Überraschung, als ich vor der Corona-Krise diese Frage gestellt habe, dass die weit überwiegende Mehrzahl von Personen, die an Seminaren oder Konferenzen teilgenommen haben, gesagt haben: Naja, in 5 Jahren wird das eigentlich kein Thema mehr sein. Und das ist für uns als Wissenschaftler interessant, dass eben, obwohl dieses Konzept ja doch über mehrere Jahre sehr stark in der Diskussion gewesen ist, etliche Reformprojekte, Veränderungsprojekte, Change-Projekte unter diesem Begriff gelaufen sind, dass trotzdem irgendwo sowas wie ein Unwohlsein vorhanden ist, was das mit dieser Agilität auf sich hat und wie dieses Konzept der Agilität sich weiterentwickeln wird. Und diese Frage von, was bleibt eigentlich von Agilität, die ist deswegen auch noch sehr spannend, weil die Überlegung, die man anstellen muss, ist, inwiefern sich die Pandemie oder auch die Corona-Krise, wenn man einen anderen Begriff dafür verwenden möchte, auf dieses ganze Thema von Agilität auswirken wird. Und wenn man sich jetzt die Corona-Krise sich anschaut, dann würden wir von außen als Sozialwissenschaftler oder Organisationswissenschaftler erstmal feststellen, es ist eine ganz besondere Form von Krisen, die sich in vielen Organisationen darstellt. Und zwar deswegen, weil es eine Krise ist, die sich nicht einzig und allein auf eine spezifische Organisation bezieht, sondern fast alle Organisationen in irgendeiner Form betrifft. Und ich würde erstmal sagen, dass dieses Phänomen von Krise für Organisationen an sich nichts Ungewöhnliches ist. Es gibt in Unternehmen immer mal wieder eine Liquiditätskrise oder es bricht ein wichtiger Kunde um. Oder Mitarbeiter, die extrem wichtig sind, weil sie bestimmte Kompetenzen haben, die man nicht sofort ersetzen kann. All das sind Krisenphänomene, die wir immer wieder in Organisationen beobachten können. Und dann gibt es Krisen, die so schwer sind, dass diese Organisationen dann auch vom Markt verschwinden oder aufgelöst werden. Manche Krisen werden oder die meisten Krisen werden auch in irgendeiner Form bewältigt. Aber in der Regel bewegt das jenseits der betroffenen Organisation die wenigsten Personen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist so eine Krise natürlich immer eine Herausforderung, auch ein emotionaler Stress. Aber man kann feststellen, dass die Gesellschaft an sich ganz normal weiterläuft. Und die Krise, die wir jetzt seit Februar, März erleben, ist insofern besonders, als wir es mit der Krise zu tun haben, die nicht auf der Ebene einzelner Organisationen stattfindet, sondern in der gesamten Gesellschaft eine massive Veränderungswirkung erzielt hat und im Prinzip eigentlich jede Organisation, und zwar unabhängig davon, ob man jetzt Unternehmen, ob man Verwaltungen, ob man Universitäten, Schulen nimmt, jede Organisation steht in irgendeiner Form vor einer Herausforderung, mit dieser Krise umzugehen. Und dafür gibt es eigentlich, wenn man sich das anguckt, nur wenige auslösende Impulse, die zu solchen weltweiten gesellschaftlichen Krisen führen können. Ein Punkt sind sicherlich Bürgerkriege, die dann Krisen innerhalb eines Staates sind, aber teilweise auch über den Staat hinaus entsprechende Effekte erzielen können.
Hungersnöte glücklicherweise ein Effekt, den wir jedenfalls in Europa in den letzten Jahrzehnten nicht mehr in der Form erlebt haben. Und Pandemien sicherlich jetzt der aktuellste Fall einer solchen Krise, von der alle Organisationen betroffen sind. Und die Frage, die mich umtreibt jetzt im Rahmen dieses Vortrages, ist, inwiefern diese Krise Auswirkungen darauf hat, was wir unter diesem Begriff von agiler Organisation oder von agilem Management haben werden. Wird die Frage, ob sich dieses Konzept der Agilität halten wird oder ob dieses Konzept der Agilität in 3, 4 oder 5 Jahren kalter Kaffee ist, wird das durch diese Krise, die wir im Moment gerade erleben, mit beeinflusst? Und wenn ja, in welcher Form? Und was ich vorhabe, ist nach diesen einleitenden Worten zu diesem Charakter der Krise, mit dem wir es zu tun haben, im Prinzip 4 Punkte Ihnen vorzustellen. Das eine ist die Frage, was ist diese Agilität eigentlich? Sie werden sehen, meine Behauptung ist, und das ist so eine der Messages, die ich versuche fast ja, regelmäßig immer wieder in die Diskussion einzuspielen. Wenn man sich das genau anguckt, ist es eine vergleichsweise alte Idee des Managements, die unter einem neuen Begriff wiederbelebt wird, weswegen wir eigentlich relativ viel darüber wissen. Der zweite Punkt ist diese Überlegung, wie kommt es eigentlich dazu, dass alte Organisationsprinzipien unter neuen Begriffen wiederbelebt werden. Das vierte, das ist der Kernteil meiner Überlegung ist, dass ich etwas dazu sagen möchte, wie man diese Veränderung, die wir im Moment erleben, auch als sehr dynamisch erleben, wie wir die eigentlich uns erklären können und welches Handwerkszeug wir aus der Organisationswissenschaft zur Verfügung haben, um das zu greifen. Und der fünfte Teil ist dann ein kurzer Ausblick darauf, welche Rolle diese Krise spielt und was man aus dieser Krise bisher in den letzten Monaten auch für das konkrete Management in Unternehmen, aber auch in anderen Organisationstypen lernen kann. Ja, was ist Agilität? Und wenn man sich diese Definition anguckt, die sind in der Zwischenzeit unendlich, dann findet man solche Formulierungen. Ich habe nur 2-mal rausgegriffen. Unter Agilität wird die Fähigkeit einer Organisation verstanden, sich kontinuierlich an ihre komplexe, turbulente und unsichere Umwelt anzupassen. Oder eine Organisation ist dann agil, wenn immer gefragt wird, was im Moment gut genug ist und was ganz konkret zu verbessern ist. Wenn man sowas liest, dann stellt sich in der Regel sowas wie, ja, ein wohliges Gefühl ein. Man fühlt irgendwie, ja, das ist so stimmig. Man fühlt letztlich sowas wie einen Konsens damit. Und deswegen gehen diese Definitionen auch ganz sauber durch. Da würde überhaupt niemand widersprechen, sondern alle nicken und sagen, ja, genau so ist es. Und natürlich müssen wir als Organisation genau diese Richtung erreichen, weil wir ansonsten untergehen würden. Und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, ja, ab und zu muss man so reden, ab und zu muss man auch so schreiben. Auch im Management gibt es Sonntagsreden, die durch Wertformulierungen angereichert werden müssen, wo man erstmal auch sowas wie ein Gefühl von wohliger Zustimmung zu einer sehr abstrakt formulierten, zu einem sehr abstrakt formulierten Gedanken erzeugen muss. Aber insgesamt ist die Nutzbarkeit dieser Bestimmung von Agilität für konkrete Handlungen innerhalb der Organisation unbrauchbar. Also wir bezeichnen diese Form von Bestimmung von Agilität oder auch von anderen Konzepten im Management als ganz einfache, konsensorientierte Wertformulierungen, die ihre Funktion haben, aber die keinerlei Effekte innerhalb der Organisation erzeugen. Und man kann die relativ einfach erkennen. Man muss nur schauen, ob es irgendjemanden geben würde, der solchen Bestimmungen einer Management-Idee oder eines Management-Konzeptes widersprechen würde. Also gibt es irgendjemand unter Ihnen, der sagen würde, naja, also das mit der kontinuierlichen Anpassung an eine unsichere Umwelt, das brauchen wir nicht, sondern wir ignorieren einfach das, was in unserer Umwelt stattfindet. Oder wir als Organisation verzichten darauf, jederzeit uns zu überlegen, was wir genau konkret verbessern müssen. Sie finden zu solchen Wertformulierungen in der Regel keinen entsprechenden Widerspruch und dementsprechend kann man damit auch in der Regel keine interessanten Diskussionen mobilisieren. Und wenn man sich jetzt aber versucht anzuschauen, was wird unter diesem Konzept der Agilität und man eigentlich genau propagiert, welche Ideen, welche Strukturideen, welche Effekte versucht man in der Organisation durch den Begriff der Agilität
zu erzielen, dann findet man aus meiner Sicht einige Kandidaten, von denen jedenfalls die Älteren unter Ihnen schon häufiger mal gehört haben, auch schon vor längerer Zeit schon mal gehört haben und von denen die Jüngeren unter Ihnen keine Schwierigkeiten haben werden, wenn sie in ein Antiquariat gehen und im Managementbereich schauen, ältere Bücher, die teilweise Jahrzehnte alt sind, zu sehen, wo letztlich genau diese gleiche Idee schon mal entsprechend verfochten worden ist. Und jetzt aus meiner Perspektive gibt es drei Elemente, die hinter dieser Idee von agiler Organisation stecken. Das ist auf der einen Seite die Idee, dass man Hierarchien abbauen muss und teilweise getrieben bis hin zu dem Moment, wo es um die Abschaffung von Hierarchien geht. Also es geht nicht in einigen Organisationen jedenfalls darum, alleine nur darum, die Hierarchienstufen insgesamt zu reduzieren, sondern dahinter gibt es auch die Idee, letztlich sowas wie eine punktuelle oder auch konsequente Abschaffung der Hierarchie in Organisationen zu erreichen. Also wenn Sie an so ein Konzept denken wie die Wahl von Führungskräften durch die Untergebenen, da würde man sagen, das ist zwar noch keine endgültige Abschaffung der Hierarchie, weil nachher am Ende die Gewählten entsprechende Einflussmöglichkeiten darauf haben, wie Entscheidungen getroffen werden. Aber faktisch ist es eine Auflösung der hierarchischen Prinzipien, weil ja jeder gewählte Vorgesetzte oder jede gewählte Vorgesetzte darauf achten muss, dass sie immer dann wieder gewählt wird. Und dementsprechend sind die Hierarchien dann entsprechend schwach. Und auf der anderen Seite, oder wenn Sie sich angucken, ein anderes Beispiel, wenn Sie Konsensprinzipien in Organisationen einführen, also sagen, wir wollen keine Anweisung mehr haben, sondern wir wollen im Prinzip als Grundidee entweder einen Konsens oder ein Konsentprinzip haben, dann haben Sie auch am Ende sowas wie eine weitgehendste Auflösung bis hin zur Abschaffung von Hierarchien. Das heißt also, es gibt eine Idee, die in der agilen Organisation mit angelegt ist, die versucht, diese Überzeugungskraft, die hinter Hierarchie steht, zu unterminieren und dafür zu sorgen, dass alternative Prinzipien der Organisation entsprechend hochgefahren werden. Und wir würden jetzt als Organisationswissenschaftler sagen, ja, es gibt gute Argumente dafür, Hierarchien zu reduzieren oder auch Hierarchien komplett abzuschaffen. Aber das ist für uns als Organisationswissenschaftler kein neues Prinzip. Wir wissen, was für Effekte das produziert. Und da kann man ganz unterschiedliche Vorgehensweisen wählen. Also man kann entweder in die 1920er Jahre gehen, wo solche Experimente auch in Unternehmen durchgeführt worden sind, komplett auf Hierarchien zu verzichten. Man kann sich andere Organisationstypen anschauen. Denken Sie an politische Parteien, wo ja auch die Führungskräfte gewählt werden, wo man erkennen kann, welche Effekte letztlich der Abbau oder bestimmte Formen des Abbaus von Hierarchien produzieren können. Oder wenn man jetzt ganz provokant sein möchte, dann könnte man sich auch bestimmte jugoslawische Selbstverwaltungsexperimente der 1970er Jahre anschauen, wo sehr vieles praktiziert worden ist, was jetzt im Moment unter dem Begriff der agilen Organisation wieder rausgeholt wird. Also das ist das erste Prinzip, was man sich rausfiltern kann, wenn man sich ansieht, welche Strukturveränderungen in Organisationen, in Unternehmen unter diesem Begriff der Agilität diskutiert werden. Das zweite Prinzip ist die Auflösung von Abteilungen, also diese Zerstörung der verhassten Silos, der Versuch letztlich sowas wie eine Kommunikation über entsprechende Abteilungsgrenzen zu stimulieren. Und das dritte ist die Zurücknahme von Formalisierung, also die Reduzierung der verbindlich vorgegebenen Regeln, die in Organisationen vorhanden sind. Das läuft in der Regel unter dem Begriff der Selbstorganisation, wo immer mit dazu gesagt wird, naja, Selbstorganisation heißt ja nicht, dass wir keine Regeln haben, aber diese Regeln werden nicht zentral vorgegeben, werden in der Regel auch nicht zentral schriftlich fixiert und auch nicht zur Mitgliedschaftsbedingung oder zur zentralen Erwartung, an die man sich halten muss, in der Organisation festgelegt, sondern die Idee ist zu sagen, unter dem Label Selbstorganisation, die Form der Zusammenarbeit, die Erwartung, die man an das Regelwerk der Organisation hat, muss von unten aus der Organisation selbst heraus geboren werden und durch diese selbstorganisierten Einheiten auch entsprechend verändert werden können. Und jetzt ist meine Kritik an der Diskussion über Agilität, die wir haben. Jetzt tun wir in dieser Agilitätsdiskussion ganz häufig so, als wenn wir die Vor- und Nachteile dieser drei
zentralen Strukturvariablen in Unternehmen nicht schon lange einschätzen können. Also, dass wir keine Erfahrung damit haben, was bedeutet eigentlich Abbau von Hierarchien? Was bedeutet das, was für Struktureffekte erziele ich in dem Moment, wo ich eine Organisation anfange, die Abteilung aufzulösen? Oder was passiert in dem Moment, wo ich entsprechende Bürokratisierung rausnehme? Und worauf ich hinaus möchte, und das ist mein dritter Aspekt, ist, dass wenn wir als Manager, als Managerin mit solchen vermeintlich neu wirkenden Managementkonzepten zu tun haben, dass wir verhindern müssen, dass wir in gewisser Art und Weise geschichtsblind oder, wenn Sie so wollen, lernresistent in diese aktuellen Managementkonzepte reinlaufen. Und zwar ist mein Eindruck oder meine Wahrnehmung, dass dadurch, dass das immer wieder neue Begrifflichkeiten sind, die produziert werden, unterbrechen wir die Lernprozesse in Organisationen, die eigentlich vorhanden sind im Hinblick auf bestimmte Strukturveränderungen. Sie kennen das vielleicht, weil das in der Diskussion, wenn Sie konkrete Reorganisationsvorhaben in einem Unternehmen durchführen, kennen Sie vielleicht das Prinzip. Was sind denn die alten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 55, die dann so ganz entspannt sich zurücklehnen, wenn wieder so eine Reform kommt und dann sagen, ach, das haben wir ja alle schon mal gehabt. Und natürlich ist das für diejenigen, die solche Reformen vorantreibt, sind das, ich will nicht sagen die Feinde, aber das sind sehr unangenehme Stimmen. Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass in einigen von diesen Fällen das vielleicht auch einfach Veränderungsmüdigkeiten sind, vielleicht auch irgendwie schon ein gewisses Phlegma, was sich da eingestellt hat. Aber man könnte auch, wenn man es versucht, diese Impulse, die aus der Organisation rauskommen, als Lernaufforderung begreifen. Nämlich zu sagen, liebes Management, das, was ihr euch da jetzt gerade vorstellt als Reorganisation, da haben wir Informationen, da haben wir Erfahrungen mitgemacht. Wir können uns im Prinzip anschauen, was mögliche Struktureffekte sein können, weil wir unter einer anderen Begrifflichkeit damit schon mal gearbeitet haben. Das heißt, eine Idee, die man konkret anwenden kann, ist, dass wenn man solche Stimmen aus der Organisation im Rahmen eines Change-Prozesses hört, kann man sich überlegen, ob man nicht diese Stimmen sehr ernst nimmt. Also nicht versucht zu überhören oder nicht versucht, sie zu kanalisieren, sondern sie im Prinzip eher als eine Lernaufforderung für die Organisation begreift und mit diesen Personen sehr genau rauszuarbeiten versucht, was sind denn eigentlich diese Erfahrungen damals gewesen? Was sind die Vor- und Nachteile, die dabei hinterstecken? Und das kann man dann auch aus meiner Sicht sehr gut kombinieren mit auch schon kondensierten Wissen, was wir darüber haben, welche Effekte durch Abbauen von Hierarchien, Auflösung von Abteilungen oder durch die Zurücknahme von Formalisierung erzielt wird. Und dahinter steckt ein Gedanke von Peter F. Drucker, der mal sehr, sehr klug festgestellt hat, als er schon relativ alt gewesen ist, dass jedenfalls seiner Meinung nach, das, was er so über 50 Jahre Management-Diskurs so beobachtet hat, dass alle Prinzipien letztlich, in letzter Konsequenz schon in dem Zeitraum von 1910 bis 1920 gedacht worden sind. Und ich glaube, er hat an der Stelle recht. Also diese Frage von Pro- und Kontra-steile Hierarchien. Abteilungsgrenzen und negative Effekte dieser Abteilung in Grenzen. Bürokratisierung versus Entbürokratisierung sind alles Diskurse, die laufen fast seitdem wir systematisch über Organisationen nachdenken und über Organisationen schreiben. Und deswegen ist die Frage, die sich daraus ergibt, wie kommt das eigentlich? Wie kommt das eigentlich, dass wir unter neuen Begrifflichkeiten immer wieder bestimmte Strukturveränderungen haben, die wir eigentlich schon kennen. Ich habe das Ihnen einmal hier aufgeführt, nur für die letzten 50 Jahre, unter welchen Begriffen diese Idee des Abbaus von Hierarchiestufen, der Auflösung von Abteilungsgrenzen und der Entformalisierung betrieben worden sind. In den 60er Jahren war das die Organic Forms of Company, die synthetische Organisation, Temporary Societies, die Autokratie von Toffler und später von Mintzberg. Dann gab es in den 80er Jahren solche Konzepte wie Theorie Z, integrativ innovative Systeme, System 5. Dann kam das Modell J für Japan. Dann kamen
später so in den 90er Jahren, als es in Richtung Lean Management ging, die multizellulare Organisation, Flexfirma, die Learning Organization von Senji kam, intelligente Organisation, synthetische Organisation, habt ihr jetzt doppelt sich das gerade. Aber jedenfalls geht das dann weiter und immer weiter. Und sie haben dann in den 90er Jahren haben sie dann solche Konzepte wie fraktale Fabrik, modulare Fabrik, die Knowledge Creating Company, Boundaryless Organizations, Centerless Organizations. Dann kommen so in den Übergang zum 21. Jahrhundert das kollaborative Unternehmen, die horizontale Organisation und jetzt eben sowas wie die Thiel-Organisation oder die agile Organisation oder auch um so eine ganz kleine, auch vergleichsweise unbedeutende Konzeption, bürokratische Organisation. Das sind die Begriffe, unter denen das propagiert wird. Und für uns ist jetzt als Organisationswissenschaftler interessant die Frage, wie kommt das eigentlich, dass diese gleichen Prinzipien immer wieder unter neuen Begrifflichkeiten propagiert werden? Kapieren die Mitarbeiter vielleicht gar nicht, was die Vorteile dieser flachen Hierarchien oder der Auflösung des Silos oder der Rücknahme der Formalisierung sind und müssen deswegen immer unter wieder neuen Begrifflichkeiten dazu gebracht werden, sich auf diese Management-Konzeption einzulassen. Und meine Überlegung, meine Vorstellung, und das ist im Prinzip eigentlich die Erklärung für das, was wir im Moment auch in Bezug auf Agilität erleben, ist eine Idee, von der ich sage, wenn es eine einzige Sache gibt, die man in Business Administrations Ausbildung lehren müsste, dann ist es dieser Gedanke, den ich mir jetzt gleich vorstellen werde, nämlich die Idee von Sprichwörtern und Gegensprichwörtern des Managements. Aus meiner Sicht das zentrale Konzept jeder Management-Ausbildung, weil man fast alles, was man über Management wissen muss, aus dieser Überlegung ableiten kann, die Mitte der 40er Jahre von einem sehr bedeutenden Organisationswissenschaftler, späteren Wirtschaftsnobelpreisträger Herbert Simon, mal entwickelt worden ist. So einen ganz kleinen, bedeutenden Artikel, jedenfalls damals, Journal of Public Administration 1946 publiziert, wo er einen sehr einfachen, aber sehr folgereichen Gedanken formuliert. Und zwar hat er gesagt, dass Management-Empfehlungen, und zwar jede Management-Empfehlung, wie Sprichwörter in der Gesellschaft funktionieren. Und zwar ist seine Beobachtung gewesen, und das ist plausibel auch für die verschiedensten Kulturkreise und Sprachräume, dass, wenn man sich Sprichwörter anguckt, eigentlich für jedes plausibel erscheinende Sprichwort sowas existiert wie ein ähnlich plausibles erscheinendes Gegensprichwort. Also man kann das eine durch ein Sprichwort fordern oder als sinnvoll herausstellen und auf der anderen Seite auch genau das Gegenteil, auch durch ein Sprichwort belegt, entsprechend stark machen. Also denken Sie zum Beispiel an das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Und das Gegensprichwort bedeutet oder ist dann Gegensätze ziehen sich an. Beides klingt plausibel und wird durch diesen Sprichwortcharakter dann eben auch in seiner Plausibilität noch unterstützt. Oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Die eher aus den 70er Jahren stammenden Gegensprichwörter gehen in so eine Richtung wie lebe heute, spüle morgen. Oder wer rastet, der rostet. Also eine Aufforderung, mehr Sport zu treiben, in Bewegung zu bleiben. Das Gegensprichwort ist Sport ist Mord. Oder denken Sie an der frühe Vogel fängt den Wurm. Also man muss möglichst Erster sein versus die zweite Maus bekommt den Käse. Man lässt die erste Maus einen Fehler machen, sich von der Mausefalle einfangen lassen und dann kann die zweite Maus hinterhergehen und sich dann den entsprechenden Käse holen. Also eine aus meiner Sicht plausible Beobachtung, wie Empfehlungen in der Gesellschaft generell funktionieren. Und sein Argument, das Argument von Herbert Simon ist an der Stelle gewesen, ja, genauso funktionieren Management-Empfehlungen. Genauso funktionieren Management-Empfehlungen. Und er hat das an einer Idee damals gezeigt. Auch da gab es schon die Diskussion über flache Hierarchien, wo er gesagt hat, naja, es macht ja für Manager Sinn, unter dem Begriff der flachen Hierarchien sowas wie eine Reduzierung der Hierarchiestufen einzufordern. Und es gibt aber, und auch das ist heute noch genauso wie 1946, gibt es ein Gegensprichwort, nämlich das lautet, wir müssen möglichst
geringe Kontrollspannen bei unseren Führungskräften haben. Wenn jemand eine Führungsspanne von, sagen wir mal, von revolutionär gewesen ist, wenn man gesagt hat, ja, man muss ja auch in der Lage sein, 18 oder 20 Personen führen zu können. Und das Spannende, und das ist das Argument von Herbert Simon gewesen, ist zu sagen, beides ist plausibel. Es spricht sehr viel für flache Hierarchien, es spricht aber auch sehr viel dafür, die Kontrollspannen gering zu halten. Aber es funktioniert beides nicht gleichzeitig, sondern die Prinzipien schließen sich gegenseitig aus. Wenn Sie 500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Ihrem Unternehmen haben, dann müssen Sie sich entscheiden. Entweder wollen Sie flache Hierarchien haben, in letzter Konsequenz zwei Hierarchiestufen, eine Geschäftsführerin, 500 Mitarbeiter, dann haben Sie eine Kontrollspanne von 500. Oder Sie sagen, ich möchte die Kontrollspanne eher geringer halten, zum Beispiel auf 30 oder auf 35 Personen gehen, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als entsprechende Hierarchiestufen einzuziehen. Und für beides gibt es eben gute Gründe, aber sie schließen sich gegenseitig als Managementempfehlung aus. Und wenn Sie sich jetzt angucken, wie dieses agile Konzept in seiner Abstraktheit diskutiert wird, dann können Sie feststellen, da wimmelt es nur vor Sprichwörtern und Gegensprichwörtern des Managements. Also auf der einen Seite gibt es diesen bekannten Spruch, Zerstörung der Silos zwischen den Abteilungen versus die Definition klarer Verantwortung. Aber was heißt Definition klarer Verantwortung? Dass bestimmte Personen für einen bestimmten Bereich zuständig sind und sich primär um diesen Bereich zu kümmern haben. Das ist nichts anderes als die Grundbeschreibung der Idee der Abteilung. Also in dem Moment, wo man über Verantwortung spricht, weist man es entweder einzelnen Personen oder Gruppen von Personen zu, die sich darum kümmern müssen und damit hat man automatisch eine Abteilungsbildung. Oder denken Sie an solche Sprüche wie, wir müssen uns entbürokratisieren. Also wir müssen unser formales Werk zurückfahren und auf der anderen Seite den Spruch, den man auch in der Agilitätsdiskussion hört, wir brauchen verbindliche Regeln des Zusammenarbeitens. Oder denken Sie an kurztaktige Ziele, also die ganze Idee, die auch in der agilen Softwareentwicklung oder der agilen Produktentwicklung steckt, versus langfristiger Entwicklungsperspektiven. Auch die Kurzfristigkeit und die Langfristigkeit sind miteinander konkurrierende Ziele. Oder denken Sie an Kundenorientierung als oberste Maxime, also diese Idee, der Kunde ist König versus Standardisierung von Angeboten. In dem Moment, wo Sie Angebote standardisieren, ist der Kunde nicht mehr der König oder die Königin, sondern letztlich wird mit einer, aus sehr guten Gründen, mit einem Standardprodukt bedient, wodurch eben bestimmte Effizienzeffekte bei der anbietenden Organisation hergestellt werden. Und die Idee, die sich daraus ableiten lässt, und das ist das, was aus meiner Sicht der zentrale Gedanke ist, den man im Management festhalten muss, wenn man sich auf einen zentralen Gedanken festlegen sollte, ist, dass, weil es die Plausibilität sowohl für die eine als auch für die andere Seite gibt, Organisationen sich in so einem permanenten Changieren zwischen der einen und der anderen Seite befinden. Und deswegen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufig das Gefühl ist, dass sich auch wieder was wiederholt, was sie schon mal selbst erlebt haben als Strukturidee oder als Strukturprinzip. Das ist so. Und zwar deswegen, weil es ja für beide Seiten gute Gründe gibt. Und wenn man sich auf eine Seite stark konzentriert, man sehr schnell auch die Nachteile dieser einen Seite zu spüren bekommt und dann anfängt, wieder in eine Gegenbewegung zu gehen. Immer auf der Suche nach, gibt es irgend sowas, für das jetzt gerade aktuell am geeignetsten erscheinende Mittel zwischen diesen beiden Polen. Also denken Sie an die Diskussion, die in den meisten Unternehmen, wenn man sich die über einen längeren Zeitraum anschaut, immer wieder geführt wird, zwischen auf der einen Seite Diversifikation oder auf der anderen Seite einer Konzentration auf Kernkompetenzen. Oder denken Sie an die Outsourcing von Aktivitäten, die dann abgelöst wird durch eine Periode des Insourcings. Also man gibt dann halt die Softwareentwicklung teilweise nach Indien und stellt nach einiger Zeit fest, oh, da gibt es ja enorme Schnittstellenprobleme. Und zwar nicht deswegen, weil die Schnittstellen unsauber definiert sind, sondern weil Outsourcing immer zu Schnittstellenproblemen größere Art führt, als wenn man die Sache selbst anbietet. Das heißt, dann zieht man wieder einen Teil dieser Leistung in die Organisation zurück, um dann festzustellen, man wird unbeweglich, man hat nicht mehr Flexibilität, weil man dafür festangestellte Mitarbeiter hat, kann nicht mehr gucken, wo man die besten Kompetenzen hinkriegt, dann geht man wieder auf Outsourcing, stellt dann wieder fest, das hat es nicht gebracht und geht wieder zurück. Zentralisierung, Dezentralisierung, das Gleiche. Auch da merkt man permanentes Changieren der Organisation hin und her. Und was jetzt interessant ist in Bezug auf diese Agilitätsdiskussion, ist,
dass es bestimmte Prinzipien gibt und bestimmte Prinzipien, die auch in der Corona-Krise aktuell geblieben sind, wo man die eine Seite deutlich offensiver und deutlich besser vertreten kann als das Gegensprichwort. Also denken Sie an den Versuch jetzt, das können Sie mal ausprobieren, dass Sie sich Anfang nächster Woche vor Ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterin stellen und sagen, ach, wissen Sie was, ich habe jetzt gerade einen Vortrag von Professor Kühl gehört und der hat gesagt, es gibt extrem gute Gründe für steile Hierarchien. Das finde ich eine gute Idee, ab jetzt wieder steile Hierarchien. Wir versuchen wieder viele Hierarchiestufen bei uns zu haben. Sie haben Legitimationsprobleme. Sie haben nicht nur Legitimationsprobleme bei Ihren Mitarbeitern, sondern auch, wenn Sie versuchen, nach außen als moderne Organisation darzustellen. Oder denken Sie an die Diskussion über Silos. Es ist halt en vogue zu sagen, dass Abteilungen in Form von Silos zerstört gehören. Man muss irgendwie gucken, dass man diese Silos aufgelöst bekommt. Und wenn Sie sich hinstellen und sagen, naja, es gibt doch sehr, sehr gute Gründe für die Einrichtung von Abteilungen. Silo ist eigentlich ein positiv zu besetzender Begriff. Ja, haben Sie Legitimationsprobleme. Oder denken Sie dran, wenn Sie jetzt nächsten Montag vor Ihre Mitarbeiter treten, an so eine Forderung, ja, eigentlich brauchen wir eine stärkere Bürokratisierung der Organisation. Wir müssen mehr Bürokratie einführen, um insgesamt die Organisation erfolgreicher zu machen. Auch da merken Sie sofort, dass der ganze Management-Diskurs eigentlich Ihnen entgegenläuft und Sie dann Schwierigkeiten haben, solche Konzeptideen dann vorzubringen. Und der Grund ist, oder der Effekt dieser Unpopularität einer Seite dieser Prinzipien, also das eine Sprichwort ist populärer als das Gegensprichwort, oder das Gegensprichwort hat nicht die gleiche Popularität wie das Sprichwort, ist, dass die Gegenprinzipien dann häufig stillschweigend eingeführt werden. Also ich war gestern bei einer, habe eine Kollegin getroffen, die vor ein paar Monaten aus Indien wieder zurückgekommen ist und angefangen hat, bei einer größeren Organisation anzufangen, die sich sehr viel darauf gibt, New Work zu machen und flache Hierarchien zu haben. Und ich habe sie dann gefragt, naja, wie viele Hierarchien gibt es denn bei euch? Und sie meinte, gefühlt 100. Und gleichzeitig, und da sind auch ein paar dazugekommen in den letzten Jahren, und das Interessante ist, dass diese Einführung neuer Hierarchieebenen unter anderen Begrifflichkeiten stattfindet, weil man eben nicht sagen kann, dass man eine Hierarchieebene aus bestimmten, vermutlich auch guten Gründen eingeführt hat. Oder denken Sie an die ganze Frage von Abteilung. Sie können sich heute nicht mehr hinstellen und sagen, wir brauchen mehr Abteilung oder wir müssen noch feingliedriger Silos bilden, sondern dann benutzen Sie andere Namen dafür. Dann reden Sie von Zellen oder von Teams. Aber letztlich sind Zellen oder Teams nichts anderes als Abteilung, bloß eben unter einem populärer klingenden Begriff. Oder wenn es um die Frage von Bürokratisierung geht, ja, schauen Sie sich an, was Compliance bedeutet. Compliance ist nichts anderes als eine, aus sehr gut nachvollziehbaren Gründen, weitere Formalisierung und Bürokratisierung von Unternehmen, von Verwaltungen oder Universitäten oder Schulen. Das heißt, Sie haben dann in dem Moment den Effekt, dass Organisation sagt, wir sind eigentlich immer noch in einem, Entbürokratisierungsprozess und gleichzeitig haben Sie andere Abteilungen, die damit anfangen, aus sehr guten Gründen die Organisation insgesamt wieder stärker Richtung Bürokratie zu treiben. Ja, was kann man damit jetzt anfangen? Was kann man lernen und was für Lerneffekte produziert die Corona-Krise? Aus meiner Sicht ist die Corona-Krise in den letzten Monaten und besonders in den ersten ein, zwei Monaten, als es so richtig heiß gewesen ist, ein Musterbeispiel dafür gewesen, wie Organisationen zwischen diesen Prinzipien changieren. Und das möchte ich Ihnen an drei Punkten deutlich machen. Der erste Punkt ist die Ausbildung von Puffern oder von Slack. Normalerweise haben Sie ein Trend im Management, wo gesagt wird, wir brauchen bestimmte Rationalisierungseffekte. Wir müssen insgesamt die Puffer reduzieren, den Slack rausnehmen aus der Organisation, um insgesamt effizienter zu werden und auch um Kosten zu sparen. Die ganze Idee, die hinter dem Lean-Management gestanden hat, wo man sagen kann, in Phasen, in denen man in keiner Krise ist, gibt es auch gute Gründe dafür, das genauso zu machen. Es gibt auch gute Gründe, es umgekehrt zu machen. Aber wenn eine Organisation in eine Krise reinkommt, dann stellt man plötzlich fest, dass das, was vorher unter dem Begriff der Rationalisierung gelaufen ist, vielleicht übertrieben worden ist und man stattdessen an entsprechende Puffer zu denken hat. Also denken Sie diese Diskussion über die fehlenden
Masken, die plötzlich nicht vorrätig gehalten worden sind, oder an die intensivmedizinische Betreuung, wo die Beatmungsgeräte gefehlt haben. Alles das wurde unter dem Argument diskutiert, wir müssen doch vielleicht wieder das Gegenprinzip, nämlich Puffer, stärker diskutieren, um auf die nächsten Krisen besser vorbereitet zu sein. Das Zweite, wo man dieses Hin- und Herschwenken zwischen Sprichwörtern und Gegensprichwörtern beobachten kann, ist diese ganze Frage von enger und starker Kopplung in Produktionsprozessen. Normalerweise ist eigentlich die Lehre, die, wenn man sich so einen Großteil der Bücher anguckt, zu sagen, es spricht sehr viel für enge Kopplung. Also Sie müssen versuchen, einen Produktionsprozess so eng zu koppeln, dass Sie nicht irgendwo zwischendrin eine zu große Anzahl von Zulieferern haben, die vielleicht auch dann noch zu heterogen sind. Oder Sie müssen halt unmittelbare Beziehungen haben, dass dann Teile direkt auch sehr kurzfristig an die Montagelinien zum Beispiel geführt werden. Und wenn Sie dann aber eine Krise haben, das ist egal, ob es eine Pandemie ist oder ein Krieg oder eine Hungersnot, dann stellen Sie fest, dass solche engen Kopplungen mit enormen Problemen zusammenhängen, weil man eben nicht mehr die Möglichkeit hat, den entsprechenden Spiel auszunutzen, den man hat, wenn man eher lose koppelt. Also denken Sie an die Befürchtungen im März und April, als es hieß, das mit der Handyproduktion. Mal sehen, werden wir im Mai oder im Juni überhaupt noch Handys haben? Oder ich versuche mir gerade ein neues Akku für meinen Rechner zu bekommen. Da heißt es, Lieferzeiten sind nicht mehr die 24 Stunden, die wir ursprünglich hatten, sondern das sind in der Zwischenzeit 2,5 Monate. Wo, wenn ich dann nachfrage, woran es liegt, heißt es, naja, wir hatten Ausfälle in unserer Produktionskette, weil die so eng gekoppelt gewesen ist, kriegen wir im Moment die Akkus nicht rüber mehr und sind deswegen darauf angewiesen, eben sie noch 2 Monate zu vertrösten. Also in Krisen stellt man plötzlich das Prinzip der losen Kopplung fest, wo man froh ist, wenn die Beziehung zwischen den einzelnen Produktionsschritten nicht allzu eng sind. Und letzter Gedanke, der leuchtet unmittelbar ein, die Diskussion über Dezentralität und Zentralität. Sie haben in der Regel in Krisen immer den Ruf nach Zentralität, weil Sie sehr schnell flächenübergreifend bestimmte Maßnahmen einführen müssen. Und das kriegen Sie durch das Dezentralitätsprinzip nur begrenzt gut umgesetzt. Also, man hat Krisen als sehr interessantes Lernfeld, wo man dieses Hin- und Herspringen zwischen Sprichwörtern und Gegensprichwörtern beobachten kann. Letzte Bemerkung, die Lerneffekte. Ich plädiere für eine ganz pragmatische Herangehensweise an die Agilitätsdiskussion. Also nicht davon auszugehen, dass die eine Seite gut ist und die andere Seite gut. Also flache Hierarchien gut, steile Hierarchien schlecht, Zentralisierung schlecht, Dezentralisierung gut, Abteilung schlecht, abteilungsübergreifende Kooperation gut, Bürokratisierung schlecht, Entbürokratisierung. Sondern dass die Prinzipien, die sich widersprechen, und das kann man für fast jedes Organisationsprinzip in Unternehmen sagen, das sind immer Sprichwörter und Gegensprichwörter, zu akzeptieren, dass es für beide Seiten sehr, sehr gute Gründe gibt und dass die eigentliche Arbeit darin besteht, im Nitty-Gritty, also in der Kleinst- und Detailarbeit, zu überlegen, welche dieser Prinzipien in welcher Dosierung, in welcher konkreten Ausgestaltung gerade am wenigsten negative Effekte für die Organisation, für die eigene Organisation hat. Also es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist immer die Frage der detailgenauen Verknüpfung eigentlich gegensätzlicher Sprichwörter und des Aushaltens der Widersprüchlichkeit, die daran auch liegt, und des Aushaltens darin, dass jede Idee, jede Maßnahme, die man im Management einführt, automatisch und zwangsläufig zu ungewollten Nebeneffekten führt, weil es eben gute Gründe auch gegeben hätte, genau auf das Gegenprinzip zu setzen. Naja, und zu Agilität, Sie erinnern sich an meine Ausgangsüberlegung, wie lange wird sich das halten? Ja, ich bei diesem Umgang mit diesen Worthülsen, also wenn man Agilität nur in seiner ganzen Abstraktheit versteht, da würde ich auch für einen hohen Grad an Pragmatismus plädieren. Also Worthülsen haben immer den Charakter, dass sie sich irgendwann verbrauchen, weil der Hülsencharakter deutlich wird. Oder weil zum Beispiel zu viele Change-Projekte und den Begriff der Agilität dann gescheitert sind und dann irgendwann in Unternehmen die Leute anfangen zu sagen, Agilität, das ist doch eigentlich 2018 oder 2019, warum machen wir das eigentlich noch? Also man kann beobachten, und da geht es eigentlich nur noch um das
Naming in Reformprozessen, dass in einigen Organisationen der Agilitätsbegriff entsprechend schon verbraucht ist und in anderen kann man es noch benutzen, weil man es noch nicht als Label für allzu viele Reformprozesse benutzt hat. Also, zusammenfassend, wenn es um die Strukturarbeit geht, ist das extrem viel Detailarbeit und es ist aus meiner Sicht ein fundamentaler Managementfehler, wenn man nur auf die eine Seite sieht, ohne die Vorteile der Gegenseite zu erkennen. Und in Bezug auf diese Begrifflichkeit eine hohe Form von Pragmatismus und schauen, ob der Begriff in der eigenen Organisation schon verbraucht ist, ob man einen neuen braucht oder ob man den lange Zeit umwogenen Managementbegriff noch benutzen kann. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar, Herr Kühl. Ich bedanke mich vielmals. Ich fand das sehr aufschlussreich, vor allem auch den Legitimationsvorteil sozusagen innerorganisatorisch, den solche Moden mit sich bringen, finde ich sehr bedenkenswert. Genau, es gab sozusagen die rein pragmatische Frage im Chat, ob die Folien weitergeklickt werden. Das haben Sie sozusagen dankenswerterweise nachgeholt. Mein Vorschlag wäre, wir würden steigen jetzt für den noch ein wenig in eine Q&A-Session. Im Chat haben wir außerdem Danke für den interessanten Impuls. Vorschlag zum weiteren Vorgehen, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie kurz die Zeit. Stellen Sie Ihre Fragen im Chat. Wir werden die sicher noch ein bisschen diskutieren können. Vielleicht nutzen wir die Zwischenzeit einfach so, indem wir vom Daniel Jennewein uns nochmal das Graphic Recording zu diesem Vortrag einblenden lassen und haben dann sozusagen eine kurze Verschnaufpause, um uns auf die Fragen einzustellen. Genau. Wenn denn da welche kommen, aber der Marc Jaschik tippt schon, also ich gehe davon aus, dass doch ein bisschen was kommen muss, sonst stelle ich welche. Genau, hier haben wir sozusagen das Graphic Recording. Wunderbar, Herr Kühler, ich weiß nicht, ob Sie erwartet hätten, dass das, was Sie mit so schönen Worten gesagt haben, auch sozusagen mit dem Stift so schön aussieht. Genau, wow, und ganz schön bunt. Agilität, Abbau von Hierarchien, Abteilungen, zentralen Regeln. Es gab vorhin die Frage, ob die Folien weitergereicht werden. Wir haben, glaube ich, ein paar Kernpunkte hier sogar schon drauf. So. Genau, und wir schauen mal, ich glaube, es tröpfelt so ein bisschen auch schon rein. Jetzt oute ich mich ein weiteres Mal als nicht der technische Crack, der ich vielleicht in dieser Rolle gerade sein könnte. Genau, da ist schon ein bisschen was. Ich bin auch kein technischer Crack, aber ich sehe schon einzelne Bemerkungen, auf die man reagieren könnte. Wunderbar. Also zum Beispiel die Frage, gibt es Worthülsen am soziologischen Horizont, die Agilität als Trend ablösen können? Finde ich eine interessante Frage. Und zwar deswegen, weil das ja aus Marketing-Gesichtspunkten für, also jetzt nicht nur für Berater, sondern auch für Vorantreiber von Change-Projekten in Organisationen sehr relevant ist. Also wenn der Begriff der Agilität verbraucht ist, was sind unverbrauchte Begriffe, an die man sich ranmachen kann? Und da würde ich jetzt sagen, da sind wir Soziologen sehr zurückhaltend, irgendwelche Empfehlungen zu geben und zu sagen, das könnte jetzt übrigens der Begriff sein, der da demnächst kommt, sondern wir können eher so generalisierte Empfehlungen geben. Und zwar ist das ja immer, auch das ist ein Spannungsfeld, wenn man einen Reformprozess anstößt, sich zu überlegen, also wie stark nimmt man eine bestimmte Managementwelle und eine bestimmte Begrifflichkeit mit und orientiert sich daran und wie stark grenzt man sich davon ab? Und gerade wenn man es so in Organisationen zu tun hat, die einen sehr häufigen Reformprozess durchlaufen, dann glaube ich, ist die Mühe, die man sich macht, eine gewisse Originalität in seiner Begrifflichkeit für Reformvorhaben hinzubekommen, gar nicht so unwichtig. Weil man ja immer über diese Ermüdungserscheinung von Mitarbeitern hinweggehen muss, jetzt kommt schon wieder etwas. Das heißt, da würde es sich lohnen, sicherlich ein bisschen Energie reinzustecken. Ja, vielen Dank. Und es wird fleißig getippt. Genau, ein weiteres Lob, das ich ausnahmslos teile. Gut. Also dann, wenn in der Zeit, in der wir auf Fragen warten, stelle ich vielleicht einfach eine. Also wir im RKW machen allerlei.
Irgendwann ist uns kürzlich mal aufgefallen, dass wir ein Thema, was wir für hochaktuell halten, auch schon auf einer Publikation von vor 10 Jahren sozusagen stehen hatten. Können Sie nochmal sagen, warum diese Themen immer wieder kommen? Sie hatten es vorhin in Ihrer Präsentation auch schon angerissen, aber das würde mich noch interessieren. Also warum kommt es immer wieder? Warum sozusagen löst nicht die eine die nächste Mode ab, sondern dass Moden auch immer wiederkehren? Ja, gute Frage. Also wir sind so zurückhaltend, jetzt Übertragung aus der Kleidermode auf Managementmode zu übertragen. Da gibt es schon auch Unterschiede. Naja, aber wenn Sie sich überlegen, jetzt zum Beispiel bei Röcken oder bei Farben oder bei Hosenarten, so viel Variationsmöglichkeit gibt es gar nicht bei Kleidung. Sondern im Prinzip bin da jetzt kein Experte, weil ich das nicht so systematisch beobachte, aber ich habe mir sagen lassen, dass es bei Röcken halt immer entweder kürzer oder länger gibt. Und nachdem man den Rock länger gemacht hat, kann er ja eigentlich nur wieder kürzer werden. Oder wenn Sie den Schlag von Männerhosen nehmen, wenn Sie ihn eng gemacht haben, was wollen Sie denn tun? Also natürlich können Sie sagen, ich mache jetzt was ganz Revolutionäres und gehe auf Hosen ohne Beine oder ohne sowas in der Richtung. Aber eigentlich ist es dann so, die Hose wird breiter oder sie wird wieder enger. Und das erschöpft sich irgendwann. Und das ist beim Managementprinzipien genau das Gleiche. Wir haben zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung keine grundlegend anderen Prinzipien. Wir haben zwischen flachen und steilen Hierarchien keine anderen Prinzipien. Wir haben zwischen Insourcing und Outsourcing keine anderen Prinzipien. Das heißt, wenn man sich die grundlegenden Trends anguckt, dann geht es immer zwischen nur dem einen und dem anderen Prinzip hin und her, weil es keine weiteren Prinzipien gibt. Das ist fast binär zu denken. Dazwischen gibt es immer ganz viel Variationsspielraum, aber ansonsten kann man nur von dem einen und zum anderen gehen. Und weswegen das wechselt und man zum Beispiel jetzt nicht nur bei flachen Hierarchien oder nur bei Dezentralität bleibt, ist das, und das ist die Eigenheit von jeder Organisation. Dass egal, welches Managementprinzip man einführt, man handelt sich automatisch Probleme ein. In dem Moment, wo ich eine Abteilung einführe, fängt diese Abteilung an, ihre eigenen, ganz eigenen Rationalitäten und Überzeugungen zu entwickeln, die automatisch im Konflikt zu den Rationalitäten in anderen Abteilungen führen. Wenn man jetzt sagt, dann müssen wir die Abteilung auflösen, dann haben Sie das Problem, dass Sie Verantwortungsdiffusion haben. Dann sagen Sie, ja, wer macht das jetzt dann? Und dann fangen Sie wieder an, Abteilungen auszubilden. Das heißt also, egal was man macht, man hat es immer mit dysfunktionalen Effekten zu tun, die dann im Laufe der Zeit sich immer deutlicher zeigen. Ja, und das ist der Anlass, weswegen es dann wieder zurückgeht und man genau das Gegenprinzip wieder propagieren muss. Das heißt jetzt, das soll nicht verstanden werden als Fatalismus, das ist mir ganz wichtig. Also ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die sagen, na, anything goes, ist ja dann wurscht, wenn alles negative Effekte hat. Im Gegenteil. Also was ich wichtig finde, und da sind Unternehmen unterschiedlich gut drin, ist die Detailgenauigkeit, mit denen sie an Prinzipien arbeiten. Wenn man auf einer abstrakten Flughöhe sich bewegt, ja, dann kann man sagen, es ist eigentlich, da macht man sich die Arbeit einfach. Sondern das Spannende ist, wenn man zum Beispiel Dezentralität und Zentralität hat, extrem viel Zeit darauf aufzuwenden, zu überlegen, ja, welche Elemente sind jetzt bei uns zentralisiert, welche sind bei uns dezentralisiert. Und da, an diesen Detailfragen kann man enorm viel machen. Und das blendet aus nachvollziehbaren Gründen dieser Managementdiskurs insgesamt aus. Mhm. Wunderbar, vielen Dank. Wir haben jetzt wieder ein paar weitere Fragen sozusagen, die aus unserem Teilnehmerkreis kommen. Wollen wir vielleicht gemeinsam auswählen? Also ich finde zum Beispiel die Frage zum Gegensatzpaar sehr spannend, welches als nächstes in den Fokus rücken wird Ihrer Auffassung nach. Aber womöglich möchten Sie auf eine ganz andere Frage reagieren. Also ich veröffentliche es jetzt. So, wir haben die Frage, welches Gegensatzpaar kommt Ihres Erachtens nach als nächstes in den Fokus? Glaskugel dabei? Ja, also die Frage ist, ob man das generell beantworten kann. Also ich glaube, wir trauen uns das als soziologische Berater zu, für ganz konkrete Organisationen zu sagen, was ihr nächstes Thema sein wird. Mhm. Und zwar ziemlich sicher. Also in Form von so einer Art organisationalem Risikomanagement kann man, wenn man sich die Struktur einer Organisation anschaut, ziemlich genau bestimmen, was werden die nächsten Probleme sein, die diese Organisation hat.
Und zwar deswegen, weil man aus dem generalisierten Wissen über Organisation die negativen Effekte kennt und die Gegenreaktion schon wieder voraussagen kann. Das heißt, für Organisationen insgesamt, für Organisationen im Spezifischen kann man genau das machen. Und man kann so weit gehen, dass wenn Sie eine Reorganisation haben, sagen kann, welche Debatten Sie nach 2, 3 Jahren haben werden. Also ich hatte jetzt in einem Projekt von einem großen Kunden, die haben sich nach langen Debatten dazu entschieden, bestimmte einfachere Verwaltungsaktivitäten in einer eigenen Abteilung zusammenzuziehen, weil man dann mit sehr guten Gründen sagen kann, diese Leute können wir weniger bezahlen als diejenigen, die dann halt zum Beispiel sehr weitgehende Investments treffen. Das heißt, man zieht dann zwei Bereiche auseinander und sagt, wir spezialisieren uns auf bestimmte Kompetenzen, die vorher zusammen jeweils immer in einem Team gelegen haben. Also da waren die Teams interdisziplinär zusammengesetzt. Ja, dann weiß man absolut sicher, dass diese Organisation nach 2 Jahren eine Diskussion haben wird, wie können wir diese Prozesse beschleunigen in der Abstimmung zwischen diesen Abteilungen. Weil die Verwaltungsspezialisten, die Abwicklungsspezialisten irgendwann anfangen, ihre eigene Logik zu entwickeln, das auch zu optimieren und zwar offiziell Serviceleister für die anderen Teams sind, aber dann eben auch anfangen, sowas wie Brass zu entwickeln. Die Kooperation funktioniert nicht mehr so gut zwischen den jetzt disziplinär aufgeteilten Bereichen. Und umgekehrt ist es genauso. In dem Moment, wo man sagt, man bildet interdisziplinäre Teams, dann kommt automatisch nach 2 oder 3 Jahren die Frage auf, naja, können wir nicht dieses Wissen, was in einer Disziplin vorhanden ist, entsprechend bündeln und die in einer Abteilung zusammenziehen? Das heißt, wir sind sehr, sehr genau darin, die Effekte für einzelne Organisationen voraussagen zu können. Aber ob es sowas wie einen Megatrend gibt, ja, vielleicht in solchen Krisenphasen, also diese Zentralisierungs-Dezentralisierungsfrage, die ist ja sehr deutlich gewesen, wo plötzlich durch die Krise Zentralität wieder als Prinzip plötzlich erkannt worden ist und man dann im Laufe der Diskussion festgestellt hat, es macht eigentlich gar keinen großen Unterschied, ob man zentral oder dezentral agiert, weil alle dezentralen Einheiten sich nachher am Ende an irgendeinem sich durchsetzenden zentralen Prinzip orientieren. Also von daher vielleicht Zentralisierung, Dezentralisierung als ein Thema, was wir sicherlich kriegen werden im Zuge der Krise. Wunderbar. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen, die relativ operativ oder in die Richtung zu gehen scheinen. Zum Beispiel die Frage, gibt es aus Ihrer Sicht einen Unterschied zwischen systemischer und agiler Herangehensweise? Ich vermute hier ein Definitionsthema, aber vielleicht haben Sie da was Klügeres als ich. Das Problem ist, dass dieser ganze Begriff systemisch in der Zwischenzeit ähnlich diffus und abstrakt ist wie der Begriff der Agilität. Also was unter dem Begriff systemisch alles dargestellt wird, ist völlig beliebig. Meine Vermutung ist, dass sich der Begriff der systemischen Beratung, des systemischen Managements genauso totlaufen wird wie der Begriff des agilen Managements, weil der Begriff irgendwann verbraucht ist und durch die Diffusität nicht mehr zu fassen ist. Und man kriegt das mit, also wenn man mit Managementverlagen spricht, die sagen, muss das unbedingt systemisch heißen? Gibt es nicht irgendwas Peppigeres oder was Neues, was ihr benutzen könnt? Und da würde ich eben sagen, jedenfalls bei uns bei Metaplan ist der Begriff Systemik wird nicht verwendet. Nicht nur deswegen, weil er so diffus ist, sondern auch, weil wir davon ausgehen, dass der Begriff in ein paar Jahren tot sein wird. Also man sollte sich, konkrete Empfehlung, man sollte sich als Beratungsfirma nicht den Begriff Systemik in seinen eigenen Namen reinschreiben. Genauso wie man sich nicht agile Beratungsfirma nennen sollte als Titel seines Beratungsunternehmens. Tolle Fragen. Also ich stolper hier gerade über die mit dem Führungskräftewechsel. Diese Führungskräftewechsel bringen den Zwang nach neuen Duftmarken mit sich. Die Frage ist dann, wie verpacke ich das? So ist das derzeit noch mit dem Thema agile Führung, agile Organisation. Ja. Also ich kenne diesen Effekt und das wird gerade in Großorganisationen von den Mitarbeitern ja mit beobachtet. Also sie haben auf der Top-Ebene einen Führungskräftewechsel und dann kommt da ein neues Top-Management rein, bringt ihre eigenen Berater und auch teilweise ihre eigenen Leute mit rein. Und das Erste, was sie machen, ist eine Reorganisation.
Und zwar teilweise, bevor sie sich die Organisation genau angeguckt haben. Also die gucken sich die Formalstruktur an, aber sie wissen eigentlich noch nicht, wie die Organisationskultur dieser Organisation genau ist, was die eingespielten Erwartungen sind, und machen dann die Reorganisation deswegen, weil sie das Gefühl haben, dass sie als Organisationsspitze deswegen eingestellt worden sind, um Dynamik in die Organisation reinzubringen. Das heißt, die konzentrieren sich auf die Reorganisation, und wenn sie einen sehr schnellen Wechsel in Organisationen haben, also ein sehr schnelles Wechsel von Top-Management, dann haben sie das Problem, dass diese Reorganisationen manchmal noch nicht mal abgeschlossen sind, bis das nächste Top-Management seine eigene macht. Und da sehe ich aus meiner Sicht eine Stärke von Mittelständlern, also gerade von eigentümergeführten Mittelständlern, dass die da einen höheren Entspannungsgrad machen können. Also die brauchen das nicht. Die brauchen auch diese Legitimation nach außen nicht in der gleichen Art und Weise, dass sie jetzt schon wieder mal eine Reform durchführen, von der man sich nicht die Mühe gemacht hat, diese Sinnhaftigkeit entsprechend vorzunehmen. Von daher finde ich diese Empfehlung zu sagen, wir verstehen das lieber, Manager, dass ihr irgendwie Agilität und Wandel simulieren müsst, dadurch, dass ihr Reorganisation macht. Aber reicht vielleicht nicht auch eine Pseudo-Reform erstmal aus? Man tut so, als wenn man was ändert, aber in Wirklichkeit sagt man auf der Hinterbühne, eigentlich läuft einiges in der Organisation ganz gut und eigentlich wollen wir unsere Organisationskultur auch so erhalten. Also die Simulation von Reform als Vorgehensweise, nachdem man eine neue Top-Management-Position angetreten hat, um die Organisation überhaupt erstmal besser kennenzulernen und um durch die Reform nicht allzu große Fehler zu machen. Das erinnert mich ein bisschen an Ihre Unterscheidung zwischen formaler, informaler Seite der Organisation und der Schauseite der Organisation. Ja, also ich habe das jetzt gerade für mich interpretiert. Vielleicht reicht es einfach sozusagen, die Schauseite zu bedienen. Ja, und dazu gehört auch eine gewisse Kompetenz. Also natürlich eine professionelle Schauseite hinlegen, aber man muss auch die Differenz zwischen Schauseite und der Formalstruktur und der Organisationskultur entsprechend gemanagt bekommen. Und zu häufig fusioniert das. Also das Top-Management fängt an die eigene Reform zu glauben und glaubt, dass das formalstrukturelle und dann erst recht organisationskulturelle Auswirkungen hat, ohne zu erkennen, dass es auch bestimmte gute Gründe geben kann, nur die eine Seite der Organisation zu bedienen. Also nur eine formalstrukturelle Veränderung vorzunehmen, ohne das mit einer großen Schauseite zu verbinden. Oder mal auch was auf der Schauseite zu machen und den Mitarbeitern dahinter zu sagen, hör zu, wir haben Legitimationsprobleme, unsere Shareholders wollen in irgendeiner Form Wandel simuliert haben. Wir wissen aber, dass unsere Kernprozesse eigentlich ganz in Ordnung sind. Lasst uns das mal so machen. Wir stecken da auch keine großen Ressourcen hin. Mitarbeiter sind ja nicht bescheuert. Die wissen, dass sowas auch notwendig ist. Also das könnte auf alle Fälle Sinn machen. Danke, sehr spannend, auch wenn man das weiterdenkt. Ich sehe hier noch zwei Fragen und wir haben noch 2 Minuten um 12. Vielleicht würden wir beide noch mal kurz andiskutieren und hoffen einfach, dass nicht noch mehr kommt. Also genau, ich veröffentliche mal die erste, die mir hier noch unter die Füße gekommen ist. Es ist sozusagen, das spricht eher dem Psychologen in Ihnen an. Können wir nicht auch davon ausgehen, dass Menschen Hierarchien und formalisierte Vorgänge brauchen, ist die Frage. Also da glauben wir nicht dran. Also da bin ich zu stark Soziologe, als davon auszugehen, dass es sowas, wir nennen das mit dem Fremdwort Ontologie. Der Mensch braucht irgendetwas. Wenn man sich anguckt, wie sich die Gesellschaft in den letzten 5000 Jahren verändert hat, dann kann man eine extrem hohe Varianz feststellen in der Art und Weise, wie Zusammenleben auch strukturiert wird. Und wenn man von Menschen spricht, dann würde ich sagen, naja, wir haben ja ganz viele Felder, wo wir eigentlich keine Hierarchien und keine formalisierten Vorgänge brauchen. Also ich weiß jetzt nicht, wie Sie Ihre Familie organisieren oder wie die Teilnehmerinnen oder die Teilnehmer ihre Familie organisieren oder wie die strukturiert ist. Also der Begriff Hierarchie und Formalisierung wäre jedenfalls für mein Familienleben unangebracht. Nicht deswegen, weil ich gegenüber meinen Kindern nicht vielleicht noch an bestimmten Stellen mich durchsetzen kann, weil ich darauf verweisen kann, dass ich Elternteil bin, sondern weil das auch Hierarchie und Formalisierung dafür kein geeignetes Prinzip ist. Das heißt, wir können außerhalb von Organisationen erkennen, dass Menschen sehr gut auch ohne Hierarchien und auch ohne Formalisierung leben können. Wir können auch auf der Ebene von Staaten sehen, wo es heißen würde, also wenn man jetzt nicht Verwaltungsmitarbeiter eines Staates ist, sondern nur Bürger oder Bürgerin eines Staates ist, dass man da sehr gut auf Hierarchien verzichten kann. Man braucht nicht unbedingt Diktaturen, wo letztlich
Zugriff hierarchisch stattfindet, sondern man kann mit Demokratien da eigentlich ganz gut existieren und lediglich in einzelnen Inseln sowas wie Hierarchie oder Formalisierung haben. Also Organisation ohne Hierarchien und ohne Formalisierung kann man sich auch denken, aber da wissen wir halt sehr schnell, wie diese Effekte sind. Zum Beispiel Erschöpfung durch die vielen Diskussionen, weil keine Hierarchie ist, die das entscheiden kann. Oder Formalisierung, extrem hohes Risiko, extrem hohe Komplexität, weil es eben keine verbindlichen Regeln der Organisation gibt. Also von daher würde ich für Organisationen sagen, dass der Drang in Richtung Hierarchien und Formalisierung immer zu spüren sein wird. Aber alles, was außerhalb der Organisation stattfindet, da hat der Mensch bewiesen, das braucht er nicht. Mhm. Dankeschön, sehr deutlich. Genau, 12:01. Noch eine Frage. Und nach der Frage würde ich gerne schließen, um uns allen auch eine Mittagspause zu gönnen, auch wenn ich mit Ihnen noch sicher einen halben Tag plaudern könnte. Also wenn ich die Diskussion über die Rollen von HR und Qualitätsmanagement in digitalen Transformationsprozessen wichtig. Jetzt bin ich gespannt, was Ihnen darauf einfällt. Mhm. Ja. Ja, das kann man sagen. Das Problem ist, dass dieser Begriff von digitalen Transformationsprozessen eine Formulierung ist, die den Abstraktheitsgrad halt von Agilität oder von Systemik hat. Das heißt, unter Digitalisierung kann man sich vielleicht ein bisschen mehr was vorstellen, weil es immer in Form von binärer Codierung ist. Es geht immer letztlich um so Wenn-Dann-Regeln, die in irgendeiner IT-Form gebunden sein werden. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was mit digitalisierten Transformationsprozessen gemeint ist. Und wenn man davon ausgeht, dass diese Form, das ist übrigens eine Form von Bürokratisierung, Digitalisierung bedeutet, also außer es handelt sich um sowas wie Interaktionsform, digitale Interaktionsform, das ist keine Bürokratisierung, aber immer dann, wenn Sie jetzt eine Form von digitaler Steuerung in Organisationen einführen, dann machen Sie nichts anderes als eine hohe Form von Formalisierung von Regeln in Technik. Und das hat selbstverständlich Auswirkungen auf alle Elemente der Organisation. Qualitätsmanagement verbindet damit eine Hoffnung, dass man besseren Zugriff über Digitalisierung auf bestimmte Prozesse bekommt, weil die eben ein hohes Maß an Standardisierung und Bürokratisierung durchlaufen und man dadurch eben signalisieren kann, wir haben hier ein Regelwerk, nach dem die Organisation funktioniert. Und klar, auf HR selbstverständlich auch. Auch das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Art und Weise, wie HR arbeitet. Ich würde jenseits der bekannten Debatte sagen, interessant ist, was quasi im Schatten der digitalen Transformationsprozesse für HR übrig bleibt oder was da abläuft. Das ist fast spannender, als ob ich über irgendeine App meine Lohnabrechnung abrufen kann. Das ist im Prinzip so Pipifax, ist technisch extrem anspruchsvoll und muss auch begleitet werden, aber von den strukturellen Wirkungen in die Organisation verändert sich dadurch grundlegend für die Mitarbeiter. Vielen Dank, auch das war sehr klar. Genau, 12:03 und für mich ein guter Zeitpunkt, um mich herzlich zu bedanken. Es war sehr klar. Wir sehen an der Stabilität unserer Teilnehmerzahlen auch, dass ich nicht der Einzige zu sein scheine, der das spannend fand. Jetzt bleibt mir noch Ihnen alles Gute für den Launch des neuen Buches zu wünschen. Genau, und einen schönen Tag. Auch die Dankessagen kommen jetzt alle langsam in den Chat auch. Ja, ganz herzlichen Dank. Schönes Mittagessen und noch eine erfolgreiche Konferenz. Vielen Dank.